Und da sind wir auch schon in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim, meine Freunde. Und jagen Cicero natürlich weiter. Und schauen nebenbei mal, was in dieser Meistertruhe ist. Außer wieder mal kaputte Dietriche. La la la. Ja, ich denke mal, es ist normal, dass man da ein paar abbricht. Denn man muss es ja ziemlich genau treffen, die Stelle. Aha, okay. Ich schätze mal weiter in die Richtung. Genauso. Ein Wundertrunk des Falchens. Zauberbuch Feuerblitz. Kenne ich das Buch schon? Feuerblitz klingt so neuartig. Schauen wir mal. Alle. Wir haben normalerweise Flammen. Kostet 4 Mana pro Sekunde. Gefunden haben wir jetzt Feuerblitz. 26 die Sekunde. Egal. So. Du bist dann direkt die 6. Den nehmen wir doch dann direkt mal. Aha. Diese Art Zauber ist das also. Okay, und man kann nicht schlagen und man geht gleichzeitig aufladen. Das geht auch nicht. Aber ist interessant. Der Zauber. Nebenbei können wir bewundern, wie schnell und sich unser Leben regeneriert. Wenn es ein Trost ist, Vesara, tut mir ein wenig leid. Diese dumme Echse stand mir im Weg. Hä? Aber bitte sagt mir, dass dieser monströse Schäferhund verblutet ist. Hä? Und nun kommt das Ende unseres Stücks. Das große Finale! Ich war übrigens nicht derjenige, der die Waffe weggesteckt hat. Das hat er von allein gemacht. Na gut. Oh, der schaut ziemlich tot aus, würde ich sagen. Ihr habt mich erwischt. Ich gebe auf. Cool, der lacht, aber bewegt den Mund nicht mehr. Oh, das gefällt mir. Sehr gut, sehr gut. Kreativ. Aber mich zu töten wäre ein Fehler. Oh ja, ihr würdet unsere Mutter verärgern. Denn sie ist auch eure Mutter. Oder, Zuhörer? Verschwindet! Lasst den armen Cicero leben, sagt der Heuchlerin Astrid. Ihr hättet eure Aufgabe erledigt und den armen Cicero erstochen, erwürgt und ertränkt. Eine winzige, klitzekleine Lüge. Aha. Und davon hätten wir was? Aha. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Macht, was ihr wollt. Die ist ja meine ultimative. Cicero gibt auf. Letztendlich wird Cities über uns beide richten. Tschüss. Kannst du jetzt mal umkippen? Tja. Ich habe ihn nur anscheinend doch nicht erlebt, den letzten. Boah, was ist denn seine Gleichung bitte wert?
Oh, die können wir gebrauchen. Cooler Dolch. Wow. Okay. Stopp. Da geht's raus. Okay. Ging ja relativ fix dann schon noch. Doch. Doch noch. Wie auch immer. Oh. Und irgendwas lief hier gerade schief. War die falsche Tür. Die Tür wollte ich. Jo, genau die wollte ich. So. Da hoch. Da rum. Da lang. Da lang. Und ich überspringe eben die Ladezeit. Bis gleich. Okay. Da sind wir auch schon wieder. Eigentlich hatte ich gerade eine Störung im Zimmer, aber ist immer eine schöne Ausrede. Und jetzt wollen wir wieder nach unten. Es geht natürlich auch schneller. Fragezeichen? Ah, jetzt. Okay. Dann reisen wir einfach mal. Heinz war die... Ach, das kennen wir ja schon. Und ich hoffe, euch gefällt das natürlich, dass ich bei der dunklen Bruderschaft weitermache. Und sobald wir das da alles haben, gehen wir dann zum Zirkel und irgendwann machen wir dann auch die Gefährten weiter. Oh, gibt im Prinzip so viel, was wir machen könnten, aber... Eins nach dem anderen. Skyrim ist natürlich, wie gesagt, noch lange nicht abgeschlossen für mich. Gibt noch so viel zu tun und zu entdecken von dem her. Ja. Und wir sehen wieder den beruhigenden Nebel. Alles ist schön ruhig und gemütlich. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt geht's schön überstürzt zu Astrid, hallo. Jorn ist in Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Aber was ist mit dem Verrückten? Ist Cicero tot? Ja. Hervorragend. Ihr habt einmal mehr euer mörderisches Können unter Beweis gestellt. Nicht, dass es schwer gewesen wäre. Wisst ihr, warum behaltet ihr Schattenmähne nicht noch etwas länger? Er ist ein edles Ross und wurde in letzter Zeit nicht annähernd so oft geritten, wie er es nötig hätte. Okay. Da dieses Problem mit Cicero nun aus der Welt geschafft ist, können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, Jo. Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen. Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört, sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Nein. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen und die Rolle des Meisterkochs spielen. Das ist ja cool. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Alright. Machen wir. Ja. Passt dort draußen auf euch auf. Jetzt. Okay, das Patentrezept. Festus Krex. Warte mal, hier ist ein Wort der Macht. Oh, kenne ich aber schon länger. Okay. Ja, es gibt noch sehr, sehr, sehr viele Worte in der Welt. Gerade bei Drachen und so weiter, aber ihr seht, habe ich noch nicht wirklich. Seid ihr ja. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen, Also kommen wir zum Geschäftlichen. Astrid hat euch hoffentlich vom Feinschmecker erzählt. Jawohl, hat sie. Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Vorausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Wenn es eine Frau wäre, wäre unpraktisch für mich. Und hast du auch eine Idee, wie ich das rausfinde? Und ob ich das weiß? Und ob? Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert. Seht doch. Okay. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markarth aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Ah,
Na dann kennt er die wahre Identität. Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Ach ja, und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Mal so nebenbei. Man sollte sich aufräumen. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Nö. Wie gesagt, ihr müsst natürlich den Feinschmecker töten. Aber ihr braucht außerdem auch seinen Passierschein, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Mhm. Oh, und nach Möglichkeit solltet ihr seine Leiche verstecken. Je länger es dauert, bis seine wahre Identität herauskommt, desto besser. Und jetzt fort mit euch. Okay. Na dann. Nicht vergessen, die Festung Markart. Dort findet ihr Anton Viran. Immer noch hier? Was ist denn los? Verlange ich etwa zu viel von euch? Ja, seine eigenen auf. Der redet immer noch mit sich selbst. Okay, aber meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten dann. Tschüss.